Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23. Heute mein Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, wir sind gegen Stuttgart ohne Gegentor geblieben, haben ein mageres 1:0 hingekriegt. Aber die Meisterschaft, die ist trotzdem flöten. Man sieht's, ein Spieltag vor Schluss. Ja, 6 Punkte Rückstand auf Bayern München. Das holen wir nicht mehr auf, das geht natürlich auch rechnerisch nicht mehr. Der gute Christian hat geschrieben, ja, dann haben wir wieder ein Ziel für die nächste Saison. Das ist wohl wahr. Wir gehen mal zur Post. Jörn Meier ausleihen. Gehen wir mal gucken, wer ist denn gleich nochmal der Herr Jörn Meier? Stärke 56, Alter 16. Kann es sein, dass das einer ist, den wir mal hochgeholt haben, damit die Mannschaft nicht nur aus 10 Leuten besteht? Das ist möglich. Ja, was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir delegieren das wie immer, machen den hier und dann gucken wir mal. Machen wir da keine großen Hoffnungen und Stärke 56 ist halt schon nicht unbedingt. Ja, ist nicht wirklich stark, auch nicht mit 16. Marktwert 500.000, okay, wenn man es jetzt generell sieht und nicht irgendwie auf unserer Klasse, die wir spielen, ist das natürlich trotzdem ein guter Fußballer, ist ganz klar. Gut, gehen wir zurück, löschen das mal fröhlich und schauen, was da kommt, beziehungsweise nein, wir gehen schnell zu den Transfers, denn wir hatten es gerade von Christian, der hat auch nochmal ein paar Spieler rausgesucht, die möchte ich mir, nicht hier, und wo war es denn, Spieler suchen, die möchte ich mir schnell ansehen. Und zwar haben wir hier als ersten den Herrn Gianluca. Heißt der wirklich Gianluca? Ne, wahrscheinlich heißt der Gianluca. Wir versuchen es mal mit dem Nachnamen. Busio. Da, ja, der Gianluca, 23. Stärke 83. Oh ja, das ist natürlich ein guter Mann. Und der, ja, der würde passen, auch finanziell tatsächlich. Okay, den nehmen wir mal sicher irgendwie in die Transferliste rein. Besten Dank dafür schon mal. Und dann haben wir den Herrn, ich muss schnell gucken. Hui, Marquinhos. Marquinhos, der Jüngere, stand da. Und es müsste ein Mittelfeldspieler sein. Der hier wahrscheinlich, der Jüngere, rechtes Mittelfeld. Jawohl, das ist der Jüngste, den wir haben im Mittelfeld. Den beobachten wir nicht, das heißt, den beobachten wir künftig. Gut, haben wir auch. Und dann haben wir noch den letzten. Das wäre der Herr Dest. Serginho. Ich kenne die alle tatsächlich nicht. Wo haben wir den? Hier unten. Rechtsverteidiger. Serginho Dest. 25. Bricht vollständig 85. Ja, das ist natürlich stark. Das wäre ein Babu-Ersatz. 54 Millionen. Wir werden so viel Geld haben. Und zwar in der nächsten, übernächsten Folge. Das ist ganz klar. Wir nehmen den auch mal rein. Und schauen uns das dann in Ruhe an. Wenn wir das Spiel hinter uns haben, beziehungsweise wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge, was wir hier genau machen. Oh, Jugendscout soll ich mal noch. Das ist absolut richtig. Jetzt muss ich schnell gucken. Das war, glaube ich, beim Jugendstab. Dass wir da mal bessere Scouts kriegen. Ach, hier ist sogar noch einer verfügbar. Scout feuern. Okay, und jetzt hätte ich gerne einen neuen. Und zwar hier so einen 5-Sterne-Kollegen. Oh, der ist natürlich gleich mit 3,25 Millionen. Ich meine, das Geld haben wir. Was wäre sonst noch? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der andere hatte. 3 für 900.000. Kommt, wir gönnen uns mal wirklich einen sehr teuren. Ja, den möchten wir gerne einstellen. Dankeschön. Und dann schicken wir den. Wo schicken wir den denn hin? Der soll mal in Deutschland suchen, der Mann. Und zwar 6 Monate. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob der wirklich noch mehr Talente findet. Das wäre eigentlich logisch. Wir haben noch Post. Achso, okay, dass der unterwegs ist. Das freut mich. Jawohl. Gehen wir zurück. Und kommen wahrscheinlich dann bald zum Spiel. Training haben wir noch. Das schauen wir uns schnell an. Posten wir auch nochmal. Ja, das ist nochmal ein gutes Training. Sehr schön. Einmal den hier. Es tut mir leid, aber in Rumänien gibt es keine Spieler, okay, die uns interessieren. Was mache ich jetzt hier? Neuer Auftrag. Machen wir einen neuen Auftrag. Ne, Moment, das ist irgendwie Käse. Ich gehe nochmal zurück. Ich kann weitersuchen, aber vielleicht möchten sie auch ihre Scouting-Aufträge überdenken und ausweiten oder mich woanders hinschicken. Ja, möchte ich. Wie mache ich das? Auftrag löschen. Jawohl, möchte ich. Okay, und jetzt? Neuer Auftrag. Position, jede Position, jawohl. Mach mal. Wie kriege ich das jetzt hin, dass das irgendwie funktioniert? Ja, jede Position. Sag mal. So, nicht hier noch neue Sachen. Das ist okay soweit. Ich möchte das so haben. Nee, nicht bearbeiten, sondern einfach haben. Fertig. Geht nicht. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich keine Ahnung, wie das geht.
weil ich es noch nie gemacht habe. Machen wir den hier und dann machen wir das anders. Wir gehen hier nochmal kurz. Nochmal eins zurück. Nein, ich möchte um Himmels Willen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich möchte da nicht irgendwie raus. Jugendstab. Ja, dann haben wir hier das, das, das. Das ist eigentlich falsch, weil wir brauchen die richtigen Scouts. Und dann haben wir... Das sind unsere Scouts. Okay, da ist doch jeder irgendwie gerade dran. Dieser Scout kann Missionen übernehmen. Übernimmer. Machen wir den mal. Such du mal in Frankreich. Ne, da ist schon einer unterwegs. Schweiz. Machen wir Österreich. Ja, mach mal. Sehr gut. Also der ist unterwegs und der Rest ist am Arbeiten. Dann müsste das soweit seine Richtigkeit haben. Da steht jetzt, dass der unterwegs ist. Ne, doch nicht. Doch, der wird in wenigen Tagen mit dem Scouting beginnen. Das ist genau, was wir wollen. Also, ich würde sagen, wir gehen dann langsam in Richtung letztes Saisonspiel. Beziehungsweise haben wir nochmal Training. Ja, ja, die Trophäen, was sonst? Die haben wir natürlich auch noch. So, nochmal weiter. Nochmal zweimal Post. Ja, da wurde jemand abgeworben. Hier ebenfalls. Da können wir sowieso nichts mehr machen. Die sind weg. Und so wichtig ist das nicht. Gut, gehen wir weiter. Union Berlin wartet auf uns. Wir gehen mal schnell zur Tabelle und gucken, wo die sind. Ist für uns irrelevant eigentlich. Oh, letzter mit 20 Punkten. Also die steigen definitiv ab und bei uns passiert nichts. Egal, was wir jetzt machen. Die 81 Punkte. Wir sind 21 Punkte vor dem dritten und 6 hinter dem ersten. Also da passiert gar nichts mehr. Das heißt für mich, ganz klar, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber auf der anderen Seite, wir werden jetzt natürlich gucken. Weiteres Wetter. Ja, von den Trikots her könnte man das sogar so lassen. Wir werden jetzt natürlich Junge raus. Wir werden jetzt junge Spieler reinnehmen. Und zwar hätte ich gerne für den Herrn Lukeba, den Herrn Schuster. Für Mbabu hätte ich nicht gerne den Schuster, sondern den Herrn Bianchi. Dann, wen haben wir hier noch? Im Tor hätte ich gerne noch einen Wechsel. Jan Sommer geht raus, Weber kommt rein. Und dann haben wir hier natürlich Stojanov. Sehr gut. Und dann haben wir noch auf der Bank Gonzales, Kari, Mendoza, Lukeba. Das ist ein A-Spieler. Einer aus der ersten Mannschaft. Gonzales, es bringt uns nichts. Wir verkaufen den. Also von daher können wir... Dann machen wir lieber Ederson und Thuram, dass die vielleicht noch ein bisschen Stärke gewinnen. Und Kari. Ja, ich würde den beiden da vorne tatsächlich den Vortritt gewähren. Ich würde sagen, wir spielen mit der Mannschaft. Gut, also. Dann machen wir das so. Herr Weber im Tor. Auf geht's bei heiterem Wetter. Mal gucken, ob das Resultat auch heiter wird, wenn wir halt jetzt wieder mit ein paar Junioren spielen. Es stand noch irgendwie, dass das nicht gut war gegen Bochum mit den drei Leuten. Da stand sogar relativ scharf geschrieben. Sag ich mal. Bundesliga Top-Torjäger. Ja, kann man im Nachhinein natürlich immer sagen. Aber wann sollen wir die Jungen testen, wenn ich in solchen Spielen? Gegen Bayern München? Nein, also auch nicht. Dann können wir sie gar nicht testen, dann können wir uns das mit der Jugend schenken. Ab und zu musst du das mal machen. Und ich hatte halt tatsächlich das Gefühl, es müsste reichen. Und da habe ich mich getäuscht. Weil wir ein jämmerliches Spiel gespielt haben gegen Bochum. Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel der ganzen Saison, denke ich. Das gibt es halt manchmal. Mal gucken, was es heute gibt. Wir haben wieder die Junioren drin. Mal schauen, wie das heute klappt. Da kommen die Jungs auf den Platz. Und da haben wir eine Choreo. Schönes kleines Stadion hier. Union Berlin, muss ich gestehen, kenne ich eigentlich relativ wenig. Außer den Trainer, den Herrn Fischer. Jetzt muss ich aber gestehen, ich wüsste nicht mal, ob der immer noch da ist oder ist der schon wieder weg. Das ist natürlich tatsächlich die Frage. Der war mal beim FCZ früher als Spieler. Das weiß ich noch. Da haben wir Papa Heisi und hier haben wir Schlotti. Ja, macht mal was Vernünftiges. Wir spielen von rechts nach links in den weißen Trikots. Irgendwie ungünstiger Sonnenstand, würde ich mal sagen. Ja, gut gemacht. Aber auch stark. Jawohl, gleich einmal auf Heisi. Und der schießt dann tatsächlich auf den Torwart. Wie, die erste große Chance. Ja, ich dachte, ich komme ran. Irgendwie die Sonne irritiert mich tatsächlich ein bisschen. Geht rauf. Ja, da sind zu viele Füße zum Glück. Schuster, mach mal mit Tempo. Ja, macht er gut. Mit großen Schritten. Im richtigen Moment der Pass. Oh, auch stark von Ossi. Kein Abseits. Nach hinten spielen. Und Heisi. Oh, boom, nochmal. Jawohl. Im zweiten Anlauf. Zum ersten Mal geklingelt. Hätte er vorher schon fast klingeln müssen, aber da hat er nicht so gut getroffen.
Ja, ist natürlich, wenn der Ball da abprallt, da fragt er dann nicht, ob er den nochmal haben kann, dann nimmt er sich. Einfach mal flach in die Ecke, trocken, humorlos. Sehr gut, stark. Gut. Den Grundstein haben wir gelegt. Wir können eigentlich, ja, wir können ja keine Junior mehr einwechseln. Gut, wir könnten natürlich González sozusagen ein Abschiedsspiel gönnen. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings, ich sollte jetzt nicht darin verfallen, jetzt hier irgendwie schon zu überlegen, wen wir da irgendwie wie noch spielen lassen. Da gehen sie nicht an Heisi ran. Oh, gut, der Ball. Oh, dann das aber dafür relativ schlecht. Und dann ist er am Fuß im Weg. Aber ich denke, man sieht, wir sind da doch relativ überlegen. Oh, nicht in die Mann rein. Jetzt geht das wieder los. Steht erst 1-0, dürfen wir nicht vergessen. Ich war eigentlich dran mal wieder, hat aber nicht funktioniert. Schlotti, komm. Jawohl, gut von Bianchi, der junge Mann, stark. Und gut von... Oh, gut von Gittens, wie er das macht. Jawohl, gut durchgesetzt. Nein, ein bisschen schärfer. Ich habe extra lange gedrückt. Heisi wäre eigentlich gut gelaufen. Ja, komm, geh mal einer drauf. Lass die nicht spielen. Oh, gefährlich. Da läuft einer ganz alleine auf Jan Sommer zu. Oh, Okay, Jan Sommer ganz stark, wie er den hält. Ach, Jan Sommer ist es ja gar nicht. Ist der Weber. Hat Weber ganz stark gemacht. Freut mich für den jungen Mann. Und der Nachschuss dann zum Glück irgendwo ins Nirvana. Oh, ist es wahr, Kollege. Nicht so ein Käsemann. Ui. Eieieiei. Ich habe ihn gerade noch gelobt, den Herrn Weber. Und dann gibt es sowas. Ja, den muss er natürlich, im Prinzip muss er den machen. Wenn er so ein Geschenk kriegt, so, wir versuchen es nochmal. Ja, das hat ein bisschen besser geklappt. Guter Ball. Auch stark soweit. Jawohl. Oh, warum läuft er denn nicht? Was war das denn jetzt? Da läuft er nicht, ich habe gedrückt. Komm hinterher. Irgendwie gefällt es mir nicht. Wir sind zwar 1-0 in Führung. Oh, der hätte nur einen Schritt nach vorne machen müssen. Da haben wir die Kugel wieder. Dann wäre der Kollege da im Abseits gestanden. Das haben sie irgendwie nicht so raus. Sehr gut. Lauf. Ja, spielen. Gleich wieder spielen. Sehr gut. Ja, mal wieder auf den Flügel raus. Sehr gut auf Ossi. Und nochmal Ossi. Ah, bei Heise hat es geklappt im Nachschuss. Bei Ossi klappt es leider nicht, da ärgert er sich. Ja, keine gute Ecke, zu kurz. Können wir aber nochmal versuchen. Auch stark, aber wieder auf Ossi. Oh, ist wieder am Fuß im Weg. Es wurde mal in die Kommentare geschrieben, ich soll es mal wieder über den Flügel versuchen. Ja, wir haben ja gesehen, über die Flügel, es funktioniert halt leider nicht wirklich, also mit den Flanken, aber wir könnten es natürlich mal machen. Ich spiele tatsächlich primär über die... Ne, ich spiele ja primär über die Flügel, aber halt, oh, gefährlich mit kurzen Bällen. Oder wie soll ich sagen? Nicht mit kurzen Bällen. Moment, ich muss gerade irgendwie noch spielen. Oh, schlecht. Oh, ganz schlecht, leider. Oh, und dann so ein Pass. Oh, da muss tatsächlich Weber eingreifen. Ja, das gefällt mir gar nicht, was ich hier sehe. Ich konnte nicht mal meinen Satz fertig machen. Nicht mit kurzen Bällen, sondern halt flach in der Regel, dass wir in den Rücken der Abwehr spielen. Wir müssen eigentlich wieder mal über die Mitte. Jetzt habe ich völlig einen Käse erzählt, aber sorry, aber ich bin halt auch gar noch mitten im Spiel. Und da muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Oh, lalala. Ja, jetzt haben wir aber langsam Glück und wir haben Weber. Guck mal an, der Mann sehr stark, wie er den Ball geholt hat. Der war nicht unpräzis und der war scharf. Also das war tatsächlich stark vom jungen Mann. Da haben wir schon Talent tatsächlich zwischen den Pfosten. Haben wir. Jawohl, Stojanov hat ihn. Lauf, lauf, lauf. Jawohl, gut gemacht, Gittens. Oh, ich wollte ihn gerade spielen. Schade, da hat leider der Berliner auch aufgepasst. Ja, Babu wechselt. Sehr gut, der Ball. Leider dann aber tatsächlich zum Kölner, hätte ich fast gesagt. Das ist dann doch noch ein Berliner. Oh, komm, geh drauf. Oh, da wird gerutscht. Vergeblich. Und dann renne ich wieder dran vorbei. Ist es denn wahr? Ja, jetzt ist Pause. Ja, irgendwie sortieren das Ganze. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Wir führen zwar 1-0, aber das ist ja ein Grottenkick mal wieder. Heieiei.
Ja, der Rest ist uninteressant, selbst wenn die Bayern verlieren, wir wissen es. Wir spielen mit den gleichen Leuten weiter. Das sind jetzt die, die wir jetzt hier aufbauen wollen. Ganz klar, dann bleiben die auch. Sag mal, nimmst du den Ball noch mit? Wolter Gadir bin ich. Ja, da kommt er nicht vorbei. Versucht's nochmal. Jetzt mit Tempo. Aber in der Mitte ist halt keiner. Oh, dann wollte er zu Ossi spielen. Das hat hinten und vorne nicht geklappt. Oh, Thuram hier mit der Grätsche. Das könnte noch eine Karte geben. Mach zu. Oh, lalalala. Das ist ein Fall für den Herrn Weber. Ich hätte fast schon wieder Jan Sommer gesagt. Ist natürlich klar, wenn man sich gewohnt ist, dass der Mann im Tor steht. Gut. Nochmal zurück. Oh, nicht zu dem. Aber gute Grätsche. Kein Foul, würde ich sagen. Nee, war es nicht. Nochmal eine Grätsche. Ederson da mit wilden Grätschen. Okay. Boah, ich habe schon geredet von dir. Eben, wir haben eigentlich keine Junioren mehr, die wir reinnehmen können. Das ist hier relativ, wie soll ich sagen, das steht auf der Kippe, das Spiel. Komm, geh drauf. Jawohl, gut von Heisi. Da hat Ossi Platz. Guter Ball. Jawohl, auf Heisi. Oh, da komme ich nicht hin. Ich bin halt wieder über die Mitte gegangen. Also was heißt wieder? Ne, jetzt bin ich mal über die Mitte gegangen. Ich habe ein komplettes Durcheinander mit Mitte und Flügel, sag mal. Oh, Thuram läuft da ins Leere. Gut. Jawohl, mit dem Kopf, da darf natürlich der Herr Weber den Ball in die Hand nehmen. Das ist ganz klar. So, jetzt mal vernünftig aufbauen. Stark auf Ossi. Jawohl, gut auf Heisi, Lauf. Ja, und da kann er halt irgendwie, er müsste den Ball schlenzen. Das wäre die Lösung gewesen. So muss er auf die nahe Ecke schießen. Und da hat der Torwart aufgepasst. Ja, komme ich wieder nicht ran. Versuchen wir es nochmal. Wenigstens kriegen wir hier jeweils den zweiten Ball. Oh, ist er. Allen Ernstes draußen. Schade, wir sollen wechseln. Ederson Gonzalez. Kommt das machen wir, weil dann hat der Herr Gonzalez doch noch mal ein paar letzte Minuten hier bei uns. Das freut ihn wahrscheinlich. Ich frage mich gerade, haben wir eigentlich kontrolliert, dass jeder einen Vertrag hat für die nächste Saison? Doch, das haben wir relativ früh gemacht. Das müsste eigentlich klar sein. Ja, nicht hier basteln, aber gut gemacht. Auch stark. Oh, gut, wie Thuram durchgeht. Lauf, lauf, lauf. Sehr gut zu Heisi. Und dann federt der wieder den Ball irgendwo in den Fuß rein vom Gegner. Ah, ja, weiß er selber, das war nix. Bianchi Mbabu. Ne. Mbabu, nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Egal. Da sehen wir es nochmal. Gut aufgepasst vom Torwart. Boah, da wäre Ossi eigentlich gewesen. So, nochmal hier über den Flügel. Ah, da hat der Kollege aufgepasst. Guter Ball. Auch stark. Lauf. Oh, ich komme nicht dran vorbei. Wenn ich da dran vorbeigekommen wäre, dann rutsche ich wieder noch. Es steht an, jetzt ist immer noch nur 0-0. Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt läuft er hier mit Power durch. Allerdings wählt er dann doch nochmal den Weg nach hinten. Ja, den müssen wir haben. Ja, raus damit. Das war nicht schlecht. Kein gutes Spiel, aber irgendwie, also die sind halt irgendwie auch stärker, als man es vielleicht glauben würde. Birindelli da wieder mit dem Ball ins Aus, immerhin weg die Kugel. Viel zu gefährlich hier, gehen wir einer ran. Jawohl, gut, von Schlotterbeck, allerdings nochmal auf Kosten einer Ecke. Wir geraten hier noch unter Druck, zum Saisonausklang. Oh, Ossi ist eigentlich dran gewesen. Oh, da verliert er die Kugel. Wir haben sie aber nochmal. Da hat er nochmal eine Chance. Ossi, Lauf. Jawohl, gut gemacht. Machen wir mit Schmackes. Gut, soweit. Jawohl, Seite wechseln. Auch stark. Direkt weitergeleitet. Oh, stark. Ah, kommt Heisi nicht zum Kopfball. Es ist halt wieder das mit den Flanken, dass das nicht funktioniert. Und jedes Mal hast du nachher eigentlich ein Konto am Hals. So, auch hier. Gut gerutscht. Komm leider trotzdem nicht ran. Aber stark. So, jetzt hätten wir hier nochmal ein bisschen Platz, Herr Gittens. Oh, ich wollte auf Ossi. Ja, es ist ein Gewürge. Es funktioniert irgendwie gar nicht so, wie ich es gerne hätte. Stör den.
Oh, der kommt hier gut zum Ball. Nein! Oh, ja, das ist die verdiente Strafe. Also, das muss man wirklich sagen. So ein Grottenmatch. Heiliges, das ist fast so schlecht wie gegen, tatsächlich wie gegen Bochum. Zum Glück geht's um nichts mehr. Nee, lassen wir auch. Ja, da freuen sie sich zurecht. Haben sie sich tatsächlich verdient. Das muss man jetzt einfach fairerweise sagen. Das war einfach schlecht gespielt. Heieiei. Ja, schöner Pass in die Tiefe. Und da hat Weber dann irgendwie keine Möglichkeit. Ist das Spiel schon durch oder haben wir nochmal eine Chance? Wir haben, glaube ich, nochmal eine. Lauf mal. Gut, wie er hier durchgeht. Aber da ist halt wieder keiner. Ja, und dann verliert er den Ball. Ja, aber das ist halt, wenn da halt keiner mitläuft, das ist halt ein Kreuz. Jo, gut, wir beenden die Saison mit einem 1:1. Ich sag mal eher mager. Und ich habe schon gedacht, ja, weil das Tor relativ früh fiel, das wird wahrscheinlich ein einfaches Spiel. Ja, denkst du, das wurde halt überhaupt kein einfaches Spiel. Wir gehen weiter. Interview lassen wir. Gehen hier weiter und sehen, die Bayern haben tatsächlich wieder 1:0 gewonnen. Die gewinnen alle Spiele 1:0, aber das sind natürlich immer 3 Punkte. Ja, dann ist die Saison durch. Ich möchte mal ganz schnell gucken bei der Mannschaft. Nicht, dass wir irgendeinen haben, allen Ernstes, der irgendwie... ihr wisst, was ich meine. Im Verein seid, das ist alles okay, verliehen. Die kommen dann alle zurück. Nee, das haben wir uns alles angesehen. Ja, die wechseln. Ja, wir werden ein anderes Gesicht haben in der nächsten Saison, das ist ganz klar. Da kommen so viele Junioren zurück. Aber man sieht auch, die haben hier tatsächlich profitiert. Also ein Herr Leo Wagner zum Beispiel. Der Wagner mit Stärke 76. Schon nicht schlecht. Einer der besten der Welt. Jawohl, Heisi und Ossi. Konnten sie heute nicht zeigen, aber es war ja auch ein Spiel sozusagen, in dem es um nichts mehr ging. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier, der Saisonabschluss. Wir sind Zweiter geworden mit weit, weit Vorsprung. Ich denke, Ziel soweit, ja, erreicht soweit. Es steht das Pokalfinale natürlich noch an. Und dann steht vor allem die Transferphase an. Und das wird mit Sicherheit sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.